Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Bindevideo. Heute zeige ich dir eine Variante einer Orange Tech. Ich habe eingespannt einen Kamazan B170 in der Größe 14. Als Bindefaden ein 8.0er Uni in der Farbe Schwarz. Ich beginne mit der Grundwicklung. Als Schwänzchen kommt eine CDC-Feder, hier in Orange gefärbt. Ich lege diese oben auf. Ziehe auf die gewünschte Länge. Schneide den Rest auf Körperlänge ab und binde diesen auch direkt fester auf. Der Körper wird original bei einer Red Tech oder einer Hexe aus Pfauengras gemacht. Ich benutze aber Dubbing, und zwar Spectra Dubbing im V-Gras Farbton, also im Peacock. Ganz normal auf dem Faden aufgesponnen und den Körper gebunden. Eine Trockenfliegenhäschel hier in einem Rot-Braun-Ton. Binde ich hinten am Körperende ein. Drehe mir diese in die passende Richtung. Eine Achterwicklung. Und jetzt mit der Kiel hier beim Binden langsam umgeklappt und fester eingebunden. Der Rest hier schneiden wir weg. Bei einer langen Feder wie hier reicht es, wenn man sie mit den Fingern greift. Und jetzt wickeln wir eine Wicklung neben die andere. Die Häschel nach vorne. Überfangen vorne. Sicher mit ein, zwei Wicklungen und schneiden den Rest hier kurz ab. Und das hier gibt noch eine weitere Fliege, groß genug. Ein Kopfknoten. Schreibe ich mir die Fibern ein bisschen zurück. Und einen zweiten zur Sicherung. Beendet diese Bindephase. Und fertig ist auch schon eine ganz einfache, traditionelle Trockenfliege mit Dubbing und einem orangenen Schwänzchen. Sehr weiches Schwänzchen. Abwandlung der Hexe oder der Red Tech, hier als Orange Tech. Wenn das Schwänzchen hier hinten noch zu lang ist, kann natürlich auch noch ein klein wenig abstutzen. Dann hat es den klassischen Red Tech, Orange Tech Look mit der relativ geraden kurzen Kante. Eine Standardfliege, die alles und nichts imitiert, schnell zu binden. Und sollte eigentlich von jedem Anfänger mal ausprobiert werden zu binden, um die Häschel zu binden, um die Dubbing-Technik zu lernen etc. Viel Spaß beim Nachbinden und beim Fischen. Bleibt gesund, euer Marco.